bin José Carlos und ich bin 25 Jahre alt. Derzeit arbeite ich als Englischlehrer. Ich liebe es, die Sprachen zu lernen und Deutsch ist eines meiner Liebsten. Daher freue ich mich darauf, die Erfahrung als Au-pair in Deutschland zu machen, damit man Deutsch beherrschen kann. Das ist eine berühmte Straße in der Stadt, in der viele Touristen spazieren gehen und Fotos machen. Das ist ein Park, dessen Name Los Fuertes ist. Es ist einer meiner Lieblingsorte in der Stadt, weil er mir ziemlich spannend ist. Ich komme oft hierher, um einen Kaffee zu trinken, weil es ein wunderschönes Café mit einer hervorragenden Aussicht gibt. Leute, das sind meine Cousine. Ich liebe es, Zeit mit Ihnen zu verbringen. Sie können kein Deutsch, aber Sie können sich auf Deutsch vorstellen. Okay, was? Hallo, ich heiße Jimena. Du? Ich bin Pepe. Sie ist 12 Jahre alt und er ist 7 Jahre alt. Es macht mir Spaß, Zeit mit Kindern zu verbringen, weil ich immer gute Dinge von Ihnen lernen kann. Ich möchte euch einen meiner Lieblingsorte zeigen. Jetzt bin ich in meiner Heimatstadt, ich meine, wo ich geboren bin. Das ist ein Hügel in meiner Heimatstadt. Ich gehe gerne wandern, weil ich mich dafür entspannt fühle und nachdenken kann. Trotzdem lebe ich zurzeit in einer riesigen Stadt, deren Name Puebla ist. Puebla hat 1.500.000 Einwohner, ungefähr. Wenn ich jedoch Urlaub habe, reise ich gerne in meine Heimatstadt. Hallo, jetzt fahre ich in der Stadt. Vor 2 Jahren habe ich gelernt, wie man fährt. Und ja, es macht mir Spaß, in der Stadt zu fahren. Und wenn ich rausgehe, normalerweise hole ich meine Freunde ab. Und wir gehen in die Kneipe, in ein Museum. Und ja, es macht mir Spaß. Let me introduce you to my youngest students. These are April and Ilian. So say hi to the camera. So they like to learn English while playing some games. Als bereits erwähnt, bin ich sehr, sehr gespannt darauf, nach Deutschland zu gehen. Ich bin eine sehr verantwortungsbewusste, engagierte und freundliche Person. Ich betrachte mich auch als einen geduldigen und zuvorkommenden Mann, der immer bereit ist, Menschen zu helfen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich eine ausgezeichnete Arbeit mit Ihnen machen könnte, wenn Sie mir die Gelegenheit geben würden. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und hoffe, Sie bald in Deutschland zu sehen. Schönen Tag und tschüss!